Herzlich willkommen zu Part 44 von Formel 1 2013 im Karrieremodus. Wir sind in Südkorea, glaube ich. Südkorea oder. Da geht es einfach Korea. Ja. Wir sind im Rennen angekommen. Part 44 habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, im Rennen. Und wir starten von der Pole. Ist es trocken? Wir haben ein geiles Trocken-Setup. Zumindest für eine Runde bis jetzt. Im Rennen weiß ich noch nicht, wie es sich entwickelt. Aber ja, ich würde sagen, los geht's. Hier können wir nichts ändern. Wann? Runde 5? Okay. Gut. Runde 5. Das dürfte ich schaffen. 5 Runden. Und ich bin immer noch geflasht von der 1,40. Da wäre, glaube ich, nicht mehr viel mehr gegangen. Für mich zumindest. Also, da waren zwar ein paar Ecken und Kannen noch drin, aber durch die eine Kurve hätte ich mit Vollgas durchfahren können. Durch die, wo ich lupfe immer. Ich sage euch gleich, welche ich meine. Und dann ansonsten war eigentlich alles gut. Ich würde sagen, teilweise besser ging es nicht. Okay, was in die Top 10 willst du nur? Aber hier wird angegeben, Erster werden. Da willst du durch. Bist du dir sicher? Alonso ist Zweiter, okay. Vergraben bin ich auf jeden Fall nicht so schnell wie die anscheinend. Nein, die hier meine ich nicht, sondern ich sag euch da. Oh, Rosberg, wo ist der Vettel denn? Ach, der ist ein bisschen zurückgefallen. Oh, ist ja nicht schlimm. Für mich zu. Ah, nein, 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 nein. Und zwar die Kurve, die jetzt hier gleich kommt, die hier. Kann man bestimmt mit Vollgas durchfahren. Schön hier. Okay, das ist nicht gut. Er zieht mir jetzt vorne weg. Ist gar nicht gut. Weil ich einen schlimmen Fehler gemacht habe. Den werde ich mir aber wiederholen. Den ersten Platz. Ich hoffe es zumindest. Shit, ey, schon eine zweite Rückblende. Nehme ich jetzt einfach mal. Dankeschön. So.
Jetzt sind meine Reifen auch warm und jetzt kann ich wegziehen. Glaube ich zumindest, ja. Ja, Alonso kann mir noch leicht folgen. Aber die dahinter nicht. Ist 0,3 hinter mir. Ich mach gar nichts. Da der erste ist aktiviert. Und eine 3 von 14. Ich muss 5 Runden ungefähr aushalten und dann passt das. Wo willst du welche Seite? Da, okay. War die falsche Seite. So. Sieht doch jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Manchmal noch zu ängstlich dadurch. Aber ist 0,5 hinter mir. Jetzt ist er dichter hinter mir. Ohne DS wird es für ihn schwer. Weil der es auch so spät einsetzt, da. Auf der Geraden. Ja, jetzt ist er weiter weg. Jetzt dürfte er erstmal nicht angreifen können. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Aber dann sollte ich auch nicht, wenn ich den schon ein bisschen auf Distanz habe, dann auch noch so weit fahren. Noch diese Runde und nächste und dann kann ich endlich die Weichen wegschmeißen. Das heißt, endlich habe ich den Unsicherheitsfaktor hier raus, weil die schnell einbrechen können bei meiner Fahrweise. So wie ich es jetzt langsam tun. Weil ich manchmal echt zu viel rutsche. So, wir wären ein bisschen näher dran gewesen. Was? Für was? Für was? Für was? Ganz ehrlich, für was? Was soll ich denn da machen? Hat er sich irgendwie gedreht? Nein. Nee, er hat sich nicht gedreht. Ey, ganz ehrlich. Was für ein Verarsche ist das denn hier jetzt? Ja gut, das nehme ich doch jetzt. Ja, ganz ehrlich. Was soll ich denn machen, wenn ich da zurückkomme? Jetzt habe ich nur noch eine Rückblende und das ist nicht gut. Weil ich
viel zu verschwenderisch damit bin. Tut mir zwar leid, ich will meistens versuchen ohne, aber bei meiner Fahrweise klappt das nie. Auf jeden Fall, Weber ist jetzt Zweiter. Interessant. Und die Reifen gehen jetzt wirklich auch auf dem Zahnfleisch. Ich habe anscheinend einen reifenfressenden Fahrstil. Muss ich wohl feststellen. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Oh, Alonso ist direkt hinter mir. Komm, schnell, Jungs. Haut rein. Komm. Drauf, drauf, drauf. Und raus, 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 raus. Ey, nein. Jawohl, noch vor Alonso, ey. 4,8. Wen habt ihr denn da noch vorbeigelassen, ey? Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Dankeschön. Da hat der Sortier mir schön geholfen. Ich bin direkt... Was? Ich bin ein paar Plätze vor Kimi. So. Oh, der Sortier hält er schön den Alonso auf. Das ist doch super. Gut, dass ich so problemlos eigentlich an den vorbeigekommen bin. Hat er bestimmt gemacht, weil er bestimmt auch hier in mein Auto sitzen mal will. Beziehungsweise meinen Cockpit übernehmen will. Das ist ganz anderer Grip jetzt hier mit den Reifen. Kimi ist in die Boxengasse abgekommen. Oh oh. Kimi an der Box. Was ist denn da jetzt vor mir? Weber, okay. Den muss ich jetzt in den nächsten Runden kriegen, sonst habe ich das verloren. Das Rennen. Was ist hinter mir? Massa, bist du scheiß oder so? Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, den Weber noch zu holen, aber ich kann nichts versprechen. Man sieht, dass ich schon mal mehr Grip habe. Okay, der ist ja auch erst gerade erst aus der Boxengasse gekommen.
Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht, ey. Was soll ich da denn machen, wenn ich so viel schneller bin? Hol ich mir den eben jetzt hier. Auf Wiedersehen. Und jetzt darf ich keine Fehler mehr machen. Ich nehme keine Rückblenden mehr. So wie das hier. Oh, ich nehme ich wieder zurück. Da ist kein Platz. Da ist auch kein Platz. Wie oft noch, da ist kein Platz. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Man sollte auf jeden Fall nicht am Lenkrad fummeln, wenn man lenken muss. Eigentlich. Jetzt sind wir erstmal wieder Erster. So. Boah, das wären noch lange 6 Runden, ey. Sehr lange 6 Runden. Auf jeden Fall ist er auch erstmal auf ein bisschen Distanz. Okay, ist gar keine Distanz. Viel zu fehlerhaft. Hier. Unter Druck. Das ist nicht gut. So könnte ich an ihnen WM-Punkte zwar verlieren, aber ich will nicht. Weil die anderen ja weiter hinter mir sind. Zum Beispiel der Vettel. Oder der Alonso. Soll das versuchen? Immer wo es wichtig hier ist, bin ich weit weg. Guckt, er kommt nicht ran. Noch 5.
1,540, ey. Auf Fett fährt er jetzt. Noch 4. Diesmal ist er ein bisschen dichter dran. Aber dürfte trotzdem nicht angreifen können. Ne. Noch 4. So. Ich wundere, warum ich so wenig im Moment erzähle. Ich konzentriere mich, damit wir hier ein gutes Ergebnis kriegen. Eine Sekunde, okay. Fuck. Da komme ich immer zu weit raus. ...1,44,8. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Soll das doch versuchen. Weil ich das gerade ein bisschen zu hart mitgenommen habe, könnte er jetzt auch versuchen anzugreifen. Ne, es reicht aber trotzdem nicht. So, na, war ja lange nicht mehr dran. Die Reifen halten noch, das ist gut. So. Noch 2. Komm, das schaffen wir. Noch 2. Wir hätten nur noch einmal DRS-Chancen. Okay, 2 noch. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Gehabt. So.
Und jetzt letzte Runde jetzt. Komm. Komm, Junge, das schaffst du. 0,9 vorne. Jawohl. Und jetzt die letzte DR-Chance, die er hat. Ansonsten können ihm nur noch Fehler von mir helfen. Und er ist viel zu weit weg. Da greift ihn näher Alonso an, als er mich angreift. Letztes Mal hier durch, jawohl. Schön getroffen. Aber wer kann sich vor Alonso halten? Ja, auch schön genug. 1,5 Sekunden, okay. Setz mal hier durch. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Jungs und Mädels. Für Saisonsieg Nummer 7. Jawohl. 2,2 jetzt, ja. Es ist gegessen. Jawohl. Vorletzte Kurve, jetzt letzte Kurve. Letzte Kurve, jawohl. Yes, wir haben's. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja, was ein Sieg. Oh, Vettel nur 22. Er ist ausgeschieden, ja. Ja, Mann! Jawohl. Auf Alonso 10 gut gemacht. Ja, Mann! Wer ist denn auf von. Der Vettel ist ausgeschieden. Warum auch immer. Ich war es jetzt aber diesmal nicht. Wer ist denn der dritte? War Nico Rosberg. Der ist auf den vierten zurückgerutscht. Alonso von 4 auf 3. Wer war von 6 auf 2? Aber meine Bester konnten sie nicht schlagen. Und wer ist denn jetzt das? Ach, egal. Ich muss mal eben kurz eine Pause machen. Bis gleich. So, da geht's weiter. Und jetzt, machen wir fortsetzen. Und wir haben 4. Ein wirklich grandioser Sieg! Damit hast du Menzels persönlichen Rekord mit 9 Saisonsiegen eingestellt. Sehr, sehr gut gemacht. Okay, Saisonsieg. Saisonsieg Nummer 9. Okay. 84 auf Alonso, 99 vor Vettel. Ja, gut. 137. Die anderen zählen einfach nicht mehr so. Hier haben wir auch 34 vor Ferrari jetzt. Okay. Weniger wieder. Scheiße. Fortsetzen. Und jetzt jubeln wir erstmal. Alle bereit machen? Alle? Los. Oh, komm. Oh, komm. Ja, er steigt aus. Oh. Hey! Jawohl. So freut sich einer. Mit den doppelten Nummer 1 hier. Ja. Wärmer. Ja, du warst gut, aber noch nicht glücklich genug. Ich habe mich irgendwie über das Ziel gerettet. Übers Ziel, genau. Ins Ziel gerettet. Beziehungsweise den ersten Platz. Ich musste einmal überholen. Und das war Weber. Und das habe ich gar nicht schlecht gemacht. Mich gar nicht schlecht, glaube ich, gemacht. So, Gaming holt 9. Saisonsieg. Okay. 9. Okay. Ich meinte 7. Aber wenn die sagen 9, dann stimmt das wohl. So. Der ist interessiert auch keinen eigentlich. 4 neue E-Mails. Und welche haben wir da? 9. Saisonsieg, jawohl. Das gehört auch uns alles. Die schnellste Pole-Position-Zeit, beziehungsweise die Pole-Position-Zeit. 1,48,98, ey. Und dann 1,43,866. Da habe ich auch wieder mehr geholt als er. Oh, Suzuka. Ja, okay, da kann ich wohl auf Trocken-Setup gehen, ja. Gut. Aber was haben wir denn hier für eine Streckeninfo?
Du könntest bei diesen Rennen die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen, okay. Auf geht's auf eine Runde in Suzuka. Okay. Für die letzte Schikane schön weit aus, damit wenn ich siege und Alonso keine Punkte macht, oder wie? Ja, wahrscheinlich so. Aber wenn wir das da schon machen, dann wäre es ja geil. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt im nächsten Part Japan. Beziehungsweise, das war's hiervon. Ja. Wir haben mal wieder einen Sieg geholt nach Singapur, das sehr enttäuschend war. Haben in Korea gezeigt, dass wir es immer noch drauf haben. Ja. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann in Japan wieder. Ich hoffe, ihr drückt mir da auch wieder die Daumen und ich sage mal bis dahin, haut da rein und tschaußen.